So, nachdem wir gerade den Kopf vom Next Art Verlag Sebastian im Gespräch hatten, habe ich mir nun einen der Künstler geschnappt, der hier vom Next Art Verlag vertrieben wird. Und du bist der Michael. Hallo, ich bin der Andi. Hallo. Ein Projekt von dir, das ja ausliegt und auch schon aus einigen Heften besteht, ist ja das Hades-Syndrom. Was ist das Hades-Syndrom? Das Hades-Syndrom ist eine Endzeitgeschichte. Es spielt ungefähr 30 Jahre in der Zukunft, nach dem Dritten Weltkrieg. Und es ist im Großen und Ganzen eine Flüchtlingsgeschichte. Eine Endzeitgeschichte, also wahrscheinlich eine Geschichte ums Überleben, würde ich vermuten. Ne? Ja. Erste Frage, gibt es Zombies? Zombies gibt es nicht. Nein. Gibt keine Zombies. Endlich mal keine Zombies. Sehr schön. Ich blätter hier gerade so durch die eine Ausgabe, die ich habe. Hades-Syndrom Crossfire. Der erste Teil von zweien. Und jetzt gibt es da wohl so verschiedene Abschnitte, verschiedene Story-Arcs und einen größeren Handlungsbogen. Wie ist denn das so ungefähr aufgebaut? Also chronologisch geht es los mit dem Crossfire. Das ist ein Zweiteiler. Danach kommt der letzte Gig. Das ist ungefähr ein 60-seitiges Album. Dann habe ich einen Sechsteiler Hunting Season. Das ist eine Geschichte über einen Serienkiller. Dann kommt der normale, ursprüngliche Sechsteiler. Und jetzt arbeite ich gerade an dem abschließenden Sechsteiler. Also insgesamt sind das mittlerweile rund 500 bis 600 Seiten, die ich fertig habe. Stehen die alle in der Verbindung? Sind das dieselben Protagonisten oder ist es einfach nur dasselbe? Ja, das sind dieselben Protagonisten, Dodo und Yub. Und das scheinst du hier, ich benutze das Wort heute sehr häufig, aber du scheinst es in Personalunion, also quasi als sowohl Zeichner als auch als Texter zu machen, stimmt das? Das ist richtig, genau. Auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, aber was hat dich so inspiriert? Was sind so die Ideen, die du da vielleicht auch hattest? Wie bist du darauf gekommen? Okay, diverse Endzeitfilme, angefangen mit Mad Max zum Beispiel. Literatur könnte man 1984 von George Orwell nehmen. Alles, was so in diese düstere Richtung geht. Okay, super. Und machst du das so mehr so nebenbei als sag ich mal, so auf semi-professioneller oder gar professioneller Ebene? Oder ist das wirklich dein Job? Also als kreativer Kopf unterwegs zu sein? Nein, ich arbeite zu Hause im Familienbetrieb mit. Aber zeitlich ist die Comiczeichnerei wohl eigentlich mein Hauptberuf. Okay. Auch wenn ich nichts damit verdiene. Ach, das ist alles noch so ein bisschen teuer Hobby, ein bisschen, ja? Im Prinzip, ja. Dann hoffe ich erstmal für euch, dass es langfristig auch anders laufen kann, dass es da ein bisschen was rentiert. Weil was ich bis jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Erinnert mich auch ein bisschen an die Sachen, die man bei Dark Horse zum Beispiel so bekommen kann, so von der Farbgestaltung her und so vom Setting. Wem würdest du denn das Hades-Syndrom empfehlen? Ist das auch was, wo Fans meinetwegen von The Walking Dead wieder mal einen Blick riskieren sollten oder ähnlichen Serien? Auf jeden Fall. Also Rock'n'Roll und Heavy-Metal-Fans sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Leute, die auch gerne irgendwie halbnackte Frauen sehen, können auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Also über 18 sollte man schon sein. Okay, ich habe schon gesehen, ihr habt da vorne auch ein Hardcover, wo ihr einzelne Hefte und Ausgaben auch in meinem schicken Hardcover sammelt, im A4-Format, wie ich gerade gelernt habe. Und da ist auch noch eine Ausgabe mit Pin-Ups dabei. Das sind die auch alle von dir? Die sind auch von mir. Die sind aber jetzt inhaltlich, haben die gar nichts mit denen. Das sind die Frauen aus der Serie. Hinten dran schließt sich noch eine kleine Kurzgeschichte an. Okay. Ja, dann vielleicht nochmal kurz, weil wir den The Next Art Verlag jetzt noch, also bei uns auf der Seite noch gar nicht groß rezensiert haben. Wie bist du denn an den Verlag rangekommen? Wie hast du die Leute kennengelernt von dem Verlag? Ich habe in Essen studiert, Kunst. Und von da aus bin ich dann mal zur Comic Action gegangen und habe da mal die Verlage abgeklappert. Und so bin ich dann bei Sebastian gelandet. Sehr schön. Und lang kein Ende in Sicht. Fange ich. Sehr schön, sehr geil. Ich habe mir, wie gesagt, gerade die erste Ausgabe mal mitgenommen und da werdet ihr auf jeden Fall auch eine Rezension auf der Seite von gibmisbei.de lesen können. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, viel Erfolg und auf die nächsten mindestens 6 Hefte. Ja, ich bedanke mich auch und viel Spaß beim Lesen. Danke, ciao. Jo, ciao.